Hör doch auf zu hupen, du Bastard! Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Ihr seht schon im Titel eingeblendet, ich stelle euch heute elf Fakten vor, die ihr eigentlich gar nicht wissen wollt. Also die sind ein bisschen ekelhaft, ein bisschen verstörend, aber vorher gibt es noch eine wichtige Sache. Auf diesen Tag haben wir 2-3 Monate hingearbeitet. Wir haben so viel Herz... Hör doch auf zu hupen, Mann! Wir haben so viel Herzblut in diese ganze Geschichte gesteckt. Jede freie Minute habe ich irgendwie damit verbracht, mir neue Gedanken zu machen, neue Designs zu entwerfen. Wir haben so viel rumtelefoniert und rumprobiert wegen einer besseren Qualität, mit neuartigen Drucken etc. pp. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe das Video extra so hochgeladen, dass es am 1.12. um 16 Uhr online kommt. Und ich denke, die meisten von euch werden schon wissen, worauf ich hinaus will. Und zwar der Lukas. Yay! Oh mein Gott, jetzt muss ich alles aufräumen hier. Luca-shop.de. Ich will da gar nicht allzu viel jetzt sagen. Es ist halt nur mein kleines Baby, was ich von Grund auf irgendwie großgezogen habe. Und der Luca-Shop war ja auch die letzten 52 Stunden offline. Aber jetzt gerade ist er wieder online und ihr könnt Sachen bestellen und euch die neuen Produkte angucken. Manche Produkte, wie beispielsweise die Bettwäsche, haben eine etwas längere Lieferzeit, die teilweise echt 2, 3, 4 Wochen betragen kann. Aber das findet ihr alles im Shop eingeblendet mit den Informationen und in den Beschreibungen zu den Produkten. Und noch eine ganz kurze Sache, danach komme ich zu den 11 Fakten, die ich euch vorstellen wollte. Folgt mal alle diesem Account auf Instagram. Der heißt nämlich Shop von Luca und zwar ist das mein Account und dort werde ich eure Bilder hochladen, wenn ihr Merchandise von mir anhabt. Also verlinkt einfach @Shop von Luca auf eurem hochgeladenen Bild mit Merchandise aus dem Luca Shop und vielleicht werde ich dann euer Bild auf dieser Seite teilen. Aber kommen wir jetzt zu den Fakten. Früher verwendeten Römer das Gehirn von Mäusen als Zahnpasta. Ja. Was für Dummköpfe. Die Frau des Inhabers von der Website Match.com, also das ist so eine Dating-Website wie Parship oder so, hat ihren Mann verlassen, weil sie einen neuen Mann auf der Website Match.com gefunden hat. Das ist so ironisch, Alter. Wenn Eskimo-Babys erkältet sind, saugen die Mütter den Schleim aus ihren Nasen, damit die wieder gesund werden. Und ich weiß, dass man die nicht mehr Eskimos nennt, aber mir fällt gerade der andere Begriff für die nicht ein. Tut mir leid. Ein Floh kann das 350-fache seiner Körperlänge springen. Das wäre bei einem Menschen so, wie wenn er über einen ganzen Fußballplatz hüpfen könnte. Bei einem Kuss tauschen zwei Menschen mehr als 40.000 Parasiten und 250 Bakterien miteinander aus. Also wenn ihr krank seid, küsst am besten niemanden, außer ihr wollt eine Epidemie erzeugen. Wir Menschen haben so viel Eisen in unserem kompletten Körper, dass man damit einen 5-Zentimeter-Nagel herstellen kann. An alle von euch, die vielleicht mal daran gedacht haben, yo, ich gewinne jetzt mal im Lotto, ich brauche ein bisschen Geld, die Chance ist höher, dass ihr von einem umfallenden Getränkeautomaten getötet werdet, als einen 6er im Lotto zu erreichen. Ja. Lasst die Finger von Glück spielen und besucht lieber den luca-shop.de. Geht mal wirklich auf den Shop. Die neuen Produkte sind Hammer. Im Durchschnitt trennt sich jedes vierte Pärchen nach einem gemeinsamen Urlaub. Und dabei sollte ein Urlaub doch eigentlich alles schöner machen. Schildkröten können durch ihren Hintern atmen. Okay, ich bin raus. Ich meine, warum können Schildkröten durch ihren Hintern atmen? Ich meine, das mit der Schildkröte ist natürlich schon eine krasse Sache, aber es gibt in England einen Sport, der heißt Ferret Legging. Und dabei muss man ein Frettchen so lange wie möglich in seiner Hose halten. Ich würde gerade am liebsten wieder den Raum verlassen. Der Gewinner ist halt der, der es am längsten schafft, ein Frettchen in seiner Hose zu halten. Und da gibt es auch so ein paar Regeln, wie beispielsweise, dass man selber keinen Alkohol- oder Drogenkonsum vorher haben sollte. Das Frettchen auch nicht. Man darf keine Unterwäsche anhaben und das Frettchen muss noch alle Zähne besitzen. Gott, ich weiß, welchen Sport ich nie machen möchte. Heutzutage nehmen wir Menschen alle 2 Minuten mehr Bilder auf als die gesamte Menschheit im kompletten 19. Jahrhundert. Alter, es ist so krank. Das war's hier vom Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, würde ich mich mal einem Like freuen.
Yay! Ich würde mich freuen, wenn ihr mal den Luca-Shop besuchen würdet. Dort könnt ihr unter anderem diesen Sweater hier mit diesem Cracked Smiley Print in diesem Olive Oil Wash Ton auch kaufen. Gefällt mir selber am besten von allen Produkten im neuen Shop. Und das Popsocket finde ich auch Hammer. Aber das genug von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen 1. Dezember. Ja. Enjoy life. Tschüss.